Aufräumblase. Ich muss dich wohl erst davon überzeugen, dass es klug ist, etwas Geschäfte zu machen. Wenn Ihnen was an Ihrem Leben liegt, sollten Sie die Corleones beteiligen. Alles klar? Okay, okay. Aber halt meine Mädchen da raus. So, und schon haben wir wieder ein illegales Geschäft gekauft. Und wir machen den Tartaglias ihr komplettes Geschäft kaputt. So, und wir sind wieder ein Level abgestiegen. Jawohl, ja. Wollen wir doch mal gucken, was wir jetzt leveln können. Was wäre denn sinnvoll? Was gibt's denn bei Cleverness? Ein Dynamit mehr und zwei Molotov-Cocktails mehr. Ist nicht so schlecht. Sprintdauer, Angriffs- und Bewegungstempo. Hier bräuchten wir zwei. Gesundheit bräuchten wir auch mal wieder. Schießen wäre entwaffnen das nächste. Ja. Kämpfen. Ich weiß ja nicht. Sollen wir kämpfen machen? Ja, komm, machen wir kämpfen. Kriegen wir einen höheren Verhandlungsdruck. Das ist doch okay. Können wir einige Geschäfte schneller übernehmen, denke ich mal. Und wir gehen natürlich durch die Nebentür wieder raus. Wir wollen ja kein Aufsehen erregen. Also nicht noch mehr aufregen, Aufsehen erregen. Also sowieso schon. Ja. Dann fahren wir jetzt mal direkt zum nächsten. Ich habe jetzt ehrlich gedacht, dass dieses hier, dieses Geschäft, ein Lager wäre. Aber dann ist das da nämlich ein Lager. Und da können wir uns natürlich mal... Oh, meine Güte. Da können wir uns natürlich mal reinschießen. Dann könnt ihr mal sehen, wie das ist. Ich glaube, ich habe von euch nämlich noch kein Lager übernommen. Das weiß ich jetzt aber auch gar nicht so sicher. Und jetzt ist nur die Frage, ist es sinnvoll... Ist es sinnvoll, erst den Bandenkrieg zu beenden? Oder sollen wir das Lager durchziehen und erst dann den Bandenkrieg beenden? Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal ins Lager. Weil wenn wir sterben, haben wir den Bandenkrieg sowieso verloren. Dann macht das auch keinen Unterschied. So, oh, hoppa. Und Boss. So, eine Waffe brauchen wir. Eine Shotgun, eine Magnum. Treffer versenkt. Und auch noch ein Gegner. Treffer versenkt. So, wir werden uns hier einfach mal durchschleichen. Übrigens, die Übernahme von solchen Etablissements, bei denen man in feindliches Gebiet vorrückt, dauern meistens ein bisschen länger. Also wundert euch nicht, wenn das hier jetzt wahrscheinlich noch den Rest der Folge dauert. Das ist dann halt so. So. Ach ja, man kann übrigens die Fässer zerschießen und kann damit, wenn man Glück hat, auch jemanden ermorden und das ist auch eine Kill-Spezialität. Ich werde die ganzen Kills wahrscheinlich nochmal alle extra aufnehmen. Ja. Den gehe ich jetzt mal. Wo war denn hier die Eingangstür? Mensch. Hier ist die Eingangstür. So, da ist noch jemand. Gehe ich den mit einem Schuss nach? Habe ich den gekriegt. Und da ist auch noch jemand. So, ich glaube, ich habe beide gekriegt. Und jetzt geht das Riesen-Rumgeschieße los. Denn jetzt werden wir von überall beschossen und wir schießen auf überall. Das ist nämlich jetzt der, ich möchte nicht sagen schwierigste, aber doch schon hart bei der Übernahme hier. So, dass wir hier irgendwie reinkommen müssen. So, wo war das denn? Da ist Tommy Gun. Tommy Gun ist auf jeden Fall hier nicht allzu scheiße. Wie hier normalerweise schon mit einer etwas höher gelevelten Tommy Gun hin.
Normalfall. Deswegen könnte das jetzt sich ein bisschen ziehen. Ich bitte das zu entschuldigen. Auch ziemlich viel rumgeschleichen. Man muss hier schon ein bisschen taktisch vorgehen, einfach rein und alles durchballern. Ist hier nicht so erfolgreich, muss ich leider sagen. Glaubt mir, ich habe es versucht. Aber vielleicht könnt ihr das ja. Ich kann das nicht. Also jedes Mal, wenn ich das versuche, kriege ich tierisch auf den Sack. Deswegen schleiche ich mich hier lieber rein. Mehr oder weniger schleichend. So. Ist sozusagen der Hauptteil, dass man einfach wild um sich schießt. Und jawohl, enthauptet. Auch wenn das eigentlich nicht meine Art ist, mit der Schrotflinte hier zu rennen, werde ich das jetzt mal tun, weil ich natürlich als Vollidiot überhaupt nicht auf die Muni geachtet habe und meine Tommy-Gun gerade leer geschossen habe. Juhu. Hier liegt noch Dynamit rum. Also hier liegen ab und zu auch einfach mal Waffen rum, die ich nicht von anderen Leuten weggeschossen habe. Das kommt auch schon mal vor. Selten, aber es kommt vor. Und bevor ich jetzt nach oben gehe, werde ich hier unten erstmal sauber machen. So. Ja, das Ganze kann sich ein bisschen hinziehen. Möchte ich mal behaupten. Aber hier scheinen wir jetzt auch alle besiegt zu haben. Also sammeln wir noch auf, was wir kriegen können. Den Trank brauchen wir nicht. Eigentlich, aber wir müssen vorbeigehen. Hier gehen wir noch rein. Hier ist aber keiner mehr. Aha, hier ist noch Maschinengewehr, ein bisschen Dynamit können wir platzieren, was wir auch umgehend tun werden, weil wir lassen ja kein Tresor aus, wenn es möglich ist, noch mitzunehmen. Zock, jetzt rennen wir hier hin. Und wir rennen zurück und holen uns was im Tresor war. So, in diesem Fall gehen wir wieder auf Schleichmodus und gehen hier hoch. Vielleicht, dass ich das schon das ein oder andere Mal gemacht habe hier. Mit dem Rumgeschleiche, also von daher. Ja, so ist das halt. Hier müsste der Chef jetzt drin sein. Und scheinbar auch alleine. Oh ja, oh ja, oh ja. Und hier dürften wir jetzt alles haben, wenn ich mich nicht irre. Genau, so ist das. Also, holen wir uns jetzt vom Chef das Geschäft. Das kann jetzt übrigens ein ganzes Stückchen dauern, weil ihr seht ja, nicht sonderlich viel drin aus.
das hier scheint seine Schwachstelle zu sein. Und das ist ja schon mal gut. Ich hoffe mal nur, dass es reicht. Ja. Nein, das reicht natürlich nicht. Ich ergebe mich! Und für 6200, was weiß ich, nehmen wir natürlich das Geschäft. Wenn Ihnen was an Ihrem Leben liegt, arbeiten Sie ab sofort für die Corleones. Also gut, ich hoffe nur, dass Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. Und schon haben wir ein neues illegales Geschäft übernommen. Jawohl, so geht das doch. Haha. Glückwunsch, Sie haben eine Drehscheibe übernommen. Eine Drehscheibe, aha. Okay, das ist doch bestimmt was Positives. Und nachdem wir den jetzt geschafft haben, muss ich mich ein bisschen beeilen. Ein ganz klein bisschen muss ich mich beeilen, denn wir haben nicht mehr so viel Zeit in der Aufnahme jetzt. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht unvorsichtig deswegen. Das wäre nämlich total uncool. Aber normalerweise müssten jetzt schon unsere Leute hier irgendwo stehen. Und kein Tatalias mehr. Tatalias. Und ja. Fahren wir jetzt noch schnell schnellstmöglich kurz mal irgendwie, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir fahren noch schnell zum. Also wir nehmen auf jeden Fall erstmal das schnellere Auto und das ist das da. Das weiß ich ganz sicher. Wir fahren jetzt zum FBI-Agenten fahren wir. Damit wir erstmal die Leute hier loswerden. Das dürfen wir eigentlich zeitlich locker hinkriegen. Bevor wir dann noch Speicher fahren und dann ist die Episode wahrscheinlich auch schon rum. Also, tut mir sehr leid, aber ich hab euch ja gewarnt. Also, dass da nicht mehr viel kommen kann, ist nun mal leider so. Weil solche Lagerhäuser, / Drehscheiben, ziehen sich nun mal wirklich unheimlich. Das ist so, da kann man leider überhaupt nichts dran machen. So, jetzt aber. Hänge ich auch noch in der Wand fest. Ich glaube, es hackt. Da fühlt man sich ja richtig unfähig. So, G-Man. Ja, kostet 3. Nehmen Sie das Geld. Wir haben alle etwas davon. Kein Problem. Die haben es sowieso verdient, was? So, ich korrigiere mich. Die Bestechung kostet 3000, nicht 300. Ja. Auf jeden Fall lohnt es sich auf jeden Fall mehr, als wenn man jetzt jedes Mal was kaputt schießt oder von denen. Also die Gegend hier war mal sicher. Ich halte es so für relevanter. So, damit wären wir großteils hier auch schon fertig. Die Brasis werden wir noch nicht übernehmen. Heißt, wir werden erstmal wieder zurückfahren nach Little Italy, denke ich mal. Und in Little Italy fahren wir natürlich direkt zum Versteck. Also, aufdrücken. Und mal gucken, wir haben noch... Ah, das wird knapp, das wird wirklich knapp. Ob ich das schaffe, das weiß ich jetzt gar nicht. Oder soll ich es lassen? Ich lasse es. Ich werde das jetzt nicht riskieren, dass ich noch einen dritten Part hier draus mache, aus der Aufnahme. Von daher gehen wir jetzt ganz gemütlich hier mal. Schlendern wir einfach mal hoch. Warum? Weil wir so cool sind. Ah, hier steht auch wieder unser guter Freund, der Boris. Ach, das war ja ein... Tut mir sehr leid. Das könnt ihr gar nicht wissen. Das war nämlich ein Insider. Das mit dem Boris. Boris ist nämlich ein Freund. Und der hat's drauf. Ich sag jetzt einfach ernst drauf. So, wir haben jetzt noch genug Zeit, dass wir noch schnell die Fähigkeiten skillen können. Kämpfen machen wir natürlich weiter hoch. Und zwar aus dem Grund wegen des Verhandlungsdruckes. Den brauchen wir nämlich. So, verbessern. Dann Spiel fortsetzen und wir speichern. Und dann war es das für heute eigentlich auch schon wieder gewesen. Also, herzlichen Dank, dass ihr zugeguckt habt und Peace off!